Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, für uns in den Regierungsfraktionen war es eine große Enttäuschung, als vor etwa 2 Wochen die EU-Kommission die Europäische Bürgerinitiative für Minderheitenschutz abgelehnt hat. Das zeigt aber umso deutlicher, wie richtig und wichtig unser vorliegender Antrag ist. Mehr als 40 Millionen Menschen, auch wenn die Zahlen da etwas variieren, in der EU gehören einer Minderheit an. Einheit in Vielfalt, so lautet das Motto der Europäischen Union. Der Schutz und die Rechte von Minderheiten sind wichtige Grundpfeiler der Europäischen Union. Bezüge finden sich dazu in den Gründungsverträgen und natürlich auch in der im Jahr 2000 verabschiedeten Charta der Grundrechte. Dennoch gibt es Defizite bei der Verwirklichung dieser Rechte. Wir sind hier in Schleswig-Holstein vielleicht weiter als anderswo. Wir haben zum Beispiel, da bin ich auch stolz drauf, die Minderheitenrechte in unserer Landesverfassung verankert. Das ist aber nicht überall so, denn Diskriminierung von Minderheiten ist leider in vielen Regionen Europas auf der Tagesordnung. Da muss man beispielsweise nur nach Osteuropa schauen und sich mal ein bisschen näher mit der unerträglichen Diskriminierung der Sinti und Roma auseinandersetzen. Zwar ist es in erster Linie in der Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Verwirklichung von Minderheitenrechten in ihren Hoheitsgebieten zu sorgen, aber nicht alle Mitgliedstaaten werden dieser Verantwortung in gleicher Weise gerecht. Und besonders betroffen sind auch staatenlose Angehörige von Minderheiten, wie beispielsweise eben die Roma. Die EU darf sich hier nicht aus der Verantwortung stehlen und alles den Mitgliedstaaten überlassen. Was auf EU-Ebene gesetzgeberisch und politisch möglich ist, muss auch getan werden. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir Grüne sehen es auch als einen großen Fortschritt an, dass es seit April 2012 möglich ist, das Instrument der Europäischen Bürgerinitiative zu nutzen. Und wir freuen uns, dass auch von diesem Instrument bereits Gebrauch gemacht wird. Zurzeit gibt es 17 registrierte laufende Verfahren dazu. Wir haben hier im Landtag vor kurzem schon über eine andere europäische Bürgerinitiative gesprochen, die Initiative Wasser ist ein Menschenrecht. Diese Initiative war erfolgreich. Sie hat erreicht, dass die EU-Kommission Abstand genommen hat, von Plänen im Zuge der Reform des Vergaberechts einer Privatisierung der Wasserversorgung den Weg zu bereiten. Das Beispiel zeigt, dass es sich lohnt, sich einzumischen. Es zeigt auch, dass die Menschen in Europa in der Lage sind, sich über Nationalstaatsgrenzen hinweg zu verbünden und für gemeinsame Interessen auch gemeinsam auf europäischer Ebene einzutreten. Ich fände es sehr wünschenswert, wenn es bald noch mehr Beispiele erfolgreicher Initiativen geben würde. Und da komme ich dann zum eigentlichen Antrag zurück. Die EU-Kommission begründet nämlich die Ablehnung der Minderheitenbürgerinitiative damit, dass sie die Kommission keine gesetzgeberische Kompetenz in dem Bereich habe. Richtig ist, dass die Kommission keine Initiative aufgreifen kann, die nicht in den Kompetenzrahmen der EU fällt. Richtig ist aber auch, dass die Vorschläge der Bürgerinitiative für Rechtsakte jeweils mit konkreten Verweisen belegt ist und man sollte hier nicht nur eine juristische Debatte führen, sondern das politische Ziel ins Zentrum stellen. Wir unterstützen das Anliegen der Initiative weiterhin voll und ganz. Und eines ist aber, denke ich, jetzt auch schon klar, die jetzige Kommission kann natürlich nicht über die Zusammensetzung der zukünftigen Kommissionen entscheiden und auch keinen Vorstoß für die Schaffung eines EU-Minderheitenkommissars oder einer Kommissarin machen. Das müssten schon die Mitgliedstaaten tun und wir Grüne wollen, dass sich die Bundesrepublik auf europäischer Ebene für einen EU-Kommissar zum Minderheitenschutz einsetzt. Als Flensburg und als Teil der dänischen Minderheit freue ich mich natürlich, dass das Generalsekretariat der FUEF seinen Sitz in dieser Stadt hat. Die FUEF macht, das hat die Kollegin Waldinger-Thiering gerade schon ausgeführt, eine für Europa außerordentlich wichtige Arbeit. In ihr sind über 80 Minderheitenorganisationen aus 32 europäischen Staaten vertreten. Die Aktivitäten reichen also auch weit über die Grenzen der Europäischen Union hinaus. Die Zusammenarbeit der Minderheiten unter dem gemeinsamen Dach der FUEF ist ein wichtiger Beitrag für Verständigung und kulturellen Austausch der verschiedenen Volksgruppen in Europa. Es hat eine positive Ausstrahlung auch in die Mehrheitsgesellschaft und wir sollten froh und dankbar darüber sein, dass diese tolle Organisation bei uns hier in Schleswig-Holstein, konkret bei uns in Flensburg, den Sitz hat und das wollen wir weiter unterstützen. Das ist der zweite Teil unseres Antrags und ich kann nur bitten, dass Sie dies hier im Sinne der parteiübergreifenden Minderheitenpolitik unterstützen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Thank you.